Jetzt ist Toddy dran, hier in der zweiten Welt der zweiten Story in Super Mario Bros. X. Oh je, hier hat scheinbar jeder Level einen Geheimausgang. Im ersten habe ich den zwar schon gefunden, im letzten Part mit euch, aber das war ziemlich tricky. Eine ausgebuffte Idee war das. Okay, Megaton Ways Hole, Vase, wie auch immer. Und ich schon wieder. Trifft er seiner selbst. Wenn wir im Untergrund sind, warum kann ich dich immer noch im... Ja, stimmt. Warum sind wir dann im Himmel? Clever. Ja, momentan ist das Game so ein bisschen auf dem Super Mario Bros. 2 Trip. Lass mich in Ruhe. Und jetzt buddeln. Ah, um dein Leben buddeln. Dankeschön. Na gut, sie machen uns neue Level im Super Mario Bros. 2 Style. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht. Warte mal. Ja, ich kann da nämlich nicht mehr hin, ne? Egal, ich gehe erstmal weiter im Text. Ich bash auch schon am besten mal. Also, Spiel vereint so ziemlich alles aus jedem Mario-Titel, 2D-Mario-Titel. Dass die auch noch wirklich hier von dem Gemüsekracher was reinpacken, hat mich dann gewundert. Und es wird aber nicht alles sein. Höchstens diese Welt noch. Also, dass die gesamte Welt betroffen ist. Ich habe jetzt schon gefailt. Dankeschön. Habe jetzt schon Hoffnung gehabt, dass das nicht alles... Okay, danke, danke. Ah, ich dachte, ich komme... Also da müssen wir wieder raus. Okay. Chup, chup, chup. Jetzt warte ich, bis der weg ist. Komm schon. Ja, eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht. Wir müssen ja wieder nach oben hin. Das heißt, wir würden irgendeine Röhre finden, die uns dahin führt. So, jetzt sind wir erstmal gut ausgerüstet, ne? 3 Herzen voll. Das ist, was Toad immer ganz gut macht. Peach und Link trifft es übrigens genauso. Die haben 3 Herzen. Jetzt nicht mehr. Ah, diese Kugeln, aber noch mit diesem Links-Rechts-Gedöns. Gut, er kann uns nicht treffen. Moment mal, was... Wie macht das kaputt? Sag doch, dass ihr da rauskommt! Alter! Da sind die Leben aufgebraucht. Okay. Mach weiter, ist kein Ding. Ja, ich blamier mich halt, aber egal. Gehört dazu. Moment mal. Ich komme nicht mehr zurück. Der Pilz. Also ich bin ein Pilz, der einen Pilz will. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, dann gehen wir die Sache eben vorsichtiger an und haben damit mehr Erfolg. Zum Beispiel könnte ich dich nehmen und auf die Kackpratze drauf schmettern. Diese kleinen Fuzzis nennt man übrigens Ninji, die da rumhampeln. Und die ich partout nicht treffe. So. Der nächste bitte. Ach, egal. Passt schon. Ach, deswegen kamen auch keine Bomben raus. Verschluss zu. Ich muss sie da hinwerfen. So lobe ich mir das. Am besten gleich den nächsten. Es ist blind, Freunde. Aber der dotzt so viel da hin und her, dass er da schon rein fällt. Okay. Ah! Nanü? Wollte gerade sagen, das hat doch so funktioniert. Sogar die Sachen bleiben alle stehen. Wie Fail? Ich denke mal, dass man nicht so gedacht hat. Ich kann die Dinger noch nicht mal werfen. Die fallen einfach nicht. Was aber auch irgendwie Sinn ergibt. Jawohl. Röhre oder Rohr? Tor. Da komme ich aber nicht mehr hoch, ne? Aber ich kann den Checkpoint bekommen. Ich muss irgendwie wieder hochgelangen. Ja, da haben wir die Lösung. Ja, aber ich komme da nicht hin. Doch, meine Güte, haben sie schön komplex gemacht. Ich gucke
das ein um andere Mal hier blöd aus der Wäsche. Wieder da rein. Und jetzt komme ich zum Checkpoint. Meine Güte. Jetzt frage ich mich. Läuft. Was? Aber bei aller Liebe, das war nicht so gedacht. Geglitscht, geglitscht. Okay, von hier wäre ich gekommen. Alles gut. Ja, kann passieren. Bam, 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 bam. Da, 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 da. Aber da muss man mal sagen, ich bin falsch. Wie komme ich denn da sonst hin? Komme ich von oben wieder irgendwo raus? Meine Herren! Ich verstehe hier gar nichts mehr. Da ist noch eine Röhre! Das ist der Witz. Hinterm Ziel. Okay, dann habe ich den Secret Exit gefunden. Kein Problem, aber einfach alles nochmal. Ne, was ich sagen wollte, ich habe ja so oft das Game verglichen oder in Betracht gezogen, weil es ja bald, also Ende des Jahres, September, ne, kommt Mario Maker raus. Und ein Grund, dass ich das hier zocke, war halt, ja, danach, wenn Mario Maker draußen ist, so sind ja so Hacks nicht mehr besonderes, ne? Deswegen tun wir jetzt diesen wunderbaren Hack uns noch reinziehen. Und ich muss sagen, ich stelle mich gerade besser an, als ich es je von mir gedacht hätte. Moment, ich krieg die nicht kaputt, doch. Ne, so. Gut. Aber so Super Mario Bros. 2 Sachen hier mit Gemüse ziehen und so weiter und so fort, das wird es ja nicht geben in Mario Maker. Das hat ja nichts mit den typischen 2D-Jump-Run-Dingern zu tun. Wir wissen ja alle, das ist Doggy Doggy Panic, was wir hier spielen. Also wer nicht weiß, wovon ich rede, einfach mein Let's Play anschauen. Da habe ich es, denke ich mal, plausibel erklärt, dass dieses Game eigentlich ein anderes war, ohne Mario-Charaktere. Und Nintendo USA auf die Idee kam, wir machen jetzt einfach mit Nintendo-Charakteren. Mit Mario, Peach, der Lost Levels ist zu schwer. Und so weiter, die ganze Story. Habe ich jetzt ein bisschen unverständlich erklärt für diejenigen, die es nicht, die nicht wissen, wovon ich rede, aber... Ja, informiert euch einfach mal. Aber ich denke mal, die Story müsste ich inzwischen rumgesprochen haben, wie das... Ah, ich wollte ihn abknallen. Wie das Ganze läuft. Ach, vergiss den Checkpoint. Ups! Irgendwie habe ich einen Denkfehler. Mach halt. Checkpoint ist Checkpoint. Jetzt, wo ich so klein bin, habe ich wieder, bin ich auf einmal wieder ganz klein mit Hut. Mit meiner großen Klappe. Wie man mich so kennt. Wir haben ja das Glück, wir müssen ja nicht suchen nach dem Secret Exit. Ich habe ihn ja gefunden. So ein Versteck hatte ich schon mal vermutet. Bam. Also da unten. Ja. Kriege ich schon hin. Ja, ja, ja. Ihr Säcke. Ohne Witz, ihr Säcke. Aber da muss man doch merken, schon allein, weil hier so viel zu sehen ist, da muss man doch schon mal verdächtig. Da muss man das nochmal hinterfragen, was hier los ist. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo das Schlüsselloch ist. Ah, ich dachte gerade, man kann also auch mit dem nicht die Röhre wieder hoch. Das kann nur bedeuten, dass es hier irgendwo begraben sein muss. Ich denke gerade, wo ist eigentlich das Schlüsselloch? Da ist es. Ja, das Spiel, ihr merkt, es hat so viele wunderbare Ideen. Also gerade die Secret Exits sind heftig. Führt uns zu einem Toadhaus. Mal sehen, was es hier gibt. Da scheint wieder einer zu wohnen. Einen Schlüssel habe ich gefunden. Nimm alles, was du willst! Du stehst auf Birdo, kann das sein? Oh! Nice, ein Hammer! Ne, Bumerang-Toad bin ich jetzt. What the?
Nee, gib mir den Bumerang. Finde ich gerade stylischer. Ja, sehr nice. Das entgegenkommt. Aber warum versteckt er dann seinen Schlüssel? So, jetzt will ich mal sehen. Frosty Frost Frostlands. Genauso hieß das übrigens auch schon in der einen Welt, ne? Gut, ich will aber hier erstmal weitersehen. Also, nächste Level. Field of Shotgun Razors. Aha, es bleibt bei einem Super Mario Bros. 2 Style, aber immerhin ist die Mucke schon mal. Mario Bros. 3. Okay, die schießen hier. Hier wird scharf geschossen. Ich könnte eigentlich mit meinem Bumerang... Was ist das denn? Ich dachte, weil es hier so hoch geht, kommt so eine Rakete. Hey, da oben ist definitiv was. Lass uns am besten hochschießen von einer Bombe. Hau rück! Der schießt nicht, weil ich draufstehe, ne? So ein Ärger. Könnte ich vielleicht auch versuchen, mit so einem Schuh anzukommen. Können wir aus dem einen Haus aufbewahren. Ja, so toll ist der Bumerang nicht, weil du nichts triffst. Der feuert völlig random ab. Das war jetzt irgendwie stylisch. Aber trotzdem. Vielleicht wäre eine Feuerblume noch die bessere Wahl gewesen. Da komme ich nicht so hoch ohne weiteres. Ah. Ich überprüfe die nicht. Die sind nur, um Kanonen zu feuern. Gut. Damit kann ich leben. Das ist eine Rakete. Da oben hätte ich auch lang gekommen. Verdammte Axt! Mann! Erzähl. Meine Rakete wurde getroffen von einer von den Bomben. Jetzt stecke ich hier fest. Hier drin? Hier geht's weiter. In dem Level gibt's schon einiges zu entdecken. Also das eine Ding da oben und dem Toad irgendwie helfen. Weiß der Geier? Weiß der Teufel? Bomben. Ich nehme mein Power-Up mit. Auch eine ziemlich... Ups. Neue Möglichkeit. Und das Ziel. Scheint Schnuppe zu sein, ob man Pilz, Blume oder Stern bekommt, weil man kriegt es nicht angezeigt. Endlich mal ein Level ohne roten Punkt. Aber gut. Ich muss mir die Stelle merken und weiter oben... Weiter oben bleiben, wo der Toddy hängt. Also direkt über die Schlucht hinwegspringen, das könnte klappen. Ja... Explosive Stimmung hier macht mich nervös. Oh, ja, gut. Wobei, warte. Ich hab gerade überlegt, was war denn da? Ja, ein Power-Up war da. Bumbatz. Anlauf. Ach, wie Anlauf? Wir brauchen Peach. Oder irgendetwas. Air Force. Ne, mit Peach geht das. Ja, dann tschüss, Mann. Ah, es wäre doch viel schlauer gewesen, den Checkpoint zu nehmen. Dann hätte ich trotzdem doch wechseln können, oder etwa nicht? Ja, ja. Wenn's läuft, dann läuft's. Die Nase läuft. Und wie es läuft. Immerhin komme ich halbwegs lebendig durch. Also wenn man schon... Es ist nicht so viel leichter als die letzten Level, aber ich stelle mich nicht so blöd an. Wahrscheinlich einfach, weil es um Bomben geht. So, her damit. Es tut mir irgendwie leid, dass wir so einen Super Mario Bros. 2 Style haben. Ich meine, manche mögen es ja natürlich, aber... Das ist eigentlich nicht das, was ich mit dem Game zeigen wollte, im Endeffekt. So. Aha! Oh, nope. Das
war noch nicht alles. Wir müssen irgendwas tun. Ach so. Ah, fuck. Schatzkopf, der Schlüssel wäre hier. Wir haben den Schlüssel nicht. Ah. Lass mal logisch überlegen. Können wir vielleicht... Vielleicht sollen wir hier gar nicht hin? Von hier oben runterfallen? Das ist doch Schwachsinn. Wie kriegen wir den Kram? Wir müssen dem helfen. Vielleicht noch eine Bombe draufschmeißen? Wow. Gut, wir hätten Peach nicht gebraucht. Ist nur am Rande. Aha. Ja, das meine ich, mit Peach geht das nicht. Oh. Boah. Wisst ihr, wenn man im Sprung nochmal drückt, so wie man halt die... Okay. Wenn man im Sprung nochmal drückt, so wie man das halt macht mit den Dingern, dann schwebt Peach ja und das ist nicht im Sinne. Ernsthaft, soll ich probieren, nochmal eine Bombe draufzunehmen? Mir fällt keine gute Idee ein. Keine bessere. Nee, das ist Schwachsinn. Mal versuchen weiterzugehen. Wir kommen ja da wieder raus, notfalls. Das ist ja da. Einfach einen Schlüssel zu finden, würde mich natürlich auch freuen. Aha. Ach komm. Ich soll runterspringen. Ich mach das einfach mal. Ach, jetzt bin ich wieder hier, da wo ich hoch wollte. Ja gut. Aber durch die Türen gehen wäre einfacher gewesen. Gut, auf Umwegen haben wir es geschafft. Also Schlüssel und Schlüsselloch sind hier beide so ein bisschen versteckt. Ist gut, weil die müssen ja nicht immer zusammenliegen. Ganz im Gegenteil, deswegen sind sie auseinander. Ups, das war. Jetzt bloß nicht mehr treffen lassen. Auch die Notblöcke nicht. Ich bin Peach. Heidewitzka. War wieder ein schwer verdienter Secret Exit. Hui. Da. Okay, aber den Part will ich jetzt dennoch noch nicht beenden. Wir nehmen Token Water Level. Unter Wasser. Und kleine... Was zum... Und kleine Röhren. Gibt es hier etwa die... Ich hoffe mal nicht, ne? Die Mini-Pilze. Weil das hat mich in New Super Mario Bros. DS schon ein bisschen gestört. Die Mini-Pilze da in jeder Ecke. Hier komme ich nicht hoch, ja? Nope. Gut. Ein geschmeidiges Unterwasserlevel. Und schon wieder benutzen wir Peach. Ich schwimme den Weg entlang, so wie es gedacht ist. Man kommt eh nicht. Ja, da kommen diese fuck bösen Giftpilze. Und die will ich jetzt nicht zu V4 haben. Deswegen schwimme ich so, wie die es haben wollen. Ich bin eine Prinzessin. Oh yeah. Yeah. Jetzt sieht Peach auch so ein bisschen aus wie Rosalina. So vom Kleid, die Farbe, ne? Ich sehe da Parallelen. Hoch mit dir, Schätzchen. Schätzchen, Spätzchen. Meine holde Maid. Sei allzeit bereit. Ich hab nämlich keine Zeit. Haben wir es jetzt gleich geschafft, denn... Ja, das war jetzt kein Level, der die Note 1 plus mit Sternchen verdient. Aber immerhin kein Secret Exit an der Stelle. Kommen noch irgendwelche Baddies? Ach, wir können sogar speeden! Unter Wasser. What the? Also mit gedrückter Renntaste schneller werden, das ist ja eigentlich nicht möglich, ne? Ich mache schon ein Resümee über den Level, dabei habe ich schon gerade nur zur Hälfte.
Da. Ich muss ja jetzt nicht in jedem Rohr nach... Oh Gott. Das ist das Richtige. Das sieht man, das ging ja oben durch die Wand durch quasi. Schön. Gut. Führt mich auch wieder irgendwo hin. Ah, komm schon, einer noch. Super Pipe Action Town. Nice. Toddy, was gibt's? Wo kommen diese Pilze alle her? Eine gute Frage. Was für eine Gülle bin ich eigentlich drin? Da. Wobei, ich hätte erstmal nach links gemusst. Wunderschöne Mario 64 Musik aus der Höhle. Da habe ich auch mal. Es gibt zu allen möglichen Soundtracks Remixe. Aber irgendwie von dem nicht so viele. Da ist mir das erstmal bewusst geworden, weil ich finde den auch ziemlich gelungen. Mario 64 Höhlen. Musik. Bumbatz. Du bist doch ein Dumbatz. Bumbatz. Du bist doch ein Dumbatz. Ich bin ja ein Dumbatz. Wir sind alle Dumbatz. Was geht hier bloß ab, Mann? Da! Ja, die... Da kommt noch einer. Die bringen einem nichts, die Röhren. Kannst reingehen, so viel du willst. Musst oben drüber jumpen. Ey, ich wollte doch... Nicht mit Ella... Nein! Nein! Fuck, Dreck da! Ich muss mir eins merken. Die Level sind alle so konstruiert. Hat Hayes geschafft. Dass man Peach nicht braucht. Und, ich will sie jetzt auch in nächster Zeit dann gar nicht mehr nehmen. Ihr seht warum. Ach, ich mach's mir einfach. Oh, jetzt kommt Giftlabyrinth-Sound. Kommt der einfach nach einer Zeit oder weil wir gerade hier so episch weit sind? Ich glaube, das ist einfach die zusammenhängende Musik. What the? Was geht mit dem Spike ab da? Ich will jetzt auch nicht mehr ablosen. Komm ich raus hier? Oh, gut. Gibt's ja kein Secret, deswegen... Wow, geschafft! Nee, ich gönne der Prinzessin jetzt erstmal Urlaub. Im nächsten Part Luigi! Und dann kümmern wir uns um den großen Schinken hier hinten. Naja, was soll's. Okay. Also Daumen oben werde ich euch loben. Bis dann und ciao!